Just a kiss. Die kommt noch für morgen zu sein. Der Serge Schlinkel saß bei uns im Studio. Guten Morgen, Serge. Guten Morgen, Boris. Ja, die kann den auch schon mit der Stimme vom Radio, das ist schon ein Zeitchen hier, ne? Und dann kann den noch von mit der Face und mit der Feistrand. Ja, der Radio ist zwei Jahre hier, mit der Face rennen ich halt noch eins. Ja. regelmäßig noch, ne? Ja, ich meine quasi all der Sport, all der hier in den Namen, Marcel. Ah, das heißt, du kannst da direkt pur, das ist nicht mit Taekwondo bei dir? Nee, ich habe jetzt schon angefangen, Krav Maga auch zusätzlich mit Taekwondo zu machen, für eben ein bisschen mehr, sagen wir mal, mehr komplett zu gehen. Taekwondo ist vielleicht mehr ein Sportart. Ja, der sportliche Teil an Krav Maga so ein System für mich, Selbstverteidigung zu lernen und dann wirst du mich halt so ein bisschen. Tisch, wenn ihr da von der Hand blöd könnt, dann rabbelt ihr alle. Ach, so, nee, die beste Self-Defense ist immer so ein Schritt für einen, so Situationen zu evitieren, natürlich, wenn es nicht so Spaß und du merkst, es gibt ein bisschen Dichtluft, da müsste ich davon, also fortlaufen ist immer besser, wie irgendwelche Techniken wollen anzuwenden. Aha. Und ich werde Kampfsportarte kommen, ob das Tag mal Micky Hart, von dem ich schon vier drunter kurz geschwärzt habe, den uns lo Samstag, den 2. Juli, am Centre Sportif René Hartmann zu Dittling. Und der Micky und du, der kennt ihr schon eine lange Zeit, kann ich so, ne? Ja, also den, ich kenne den Micky Hartlo ein 25 Jahre, demnächst war hin schon ein bisschen mehr weit am Taekwondo wie ich. Ich hatte dann angefangen, dann war du am Taekwondo schon ein Champion, manchmal für Lützburg-Verhältnisse, nur noch Schwarzentür am Taekwondo. Und du hast ihn irgendwann, als mein junger Bursch, hat angefangen zu studieren und hat uns entschieden, für Akteurwillen zu gehen, als du noch über verschiedene Umwege auf Berlin geplündert, wo noch heute noch immer lief. Und da hat man vor kurzem noch erzählt, wie sein Karriere gegangen ist mit Puma. Das war so eine Serie, die im Fernsehen gelaufen ist, die manchmal noch ein paar Leute kennen. Und heute wirklich war ganz komisch Umwege, die Platz am Film kriegt, obwohl er noch nicht seine Schauspielerausbildung aufgeschlossen hat. Das war wirklich so ein bisschen wie ihn, als du sich in Hollywood-Schauspieler vorstellst. Den hast du hingegangen, hat sich vorgestellt, ohne viele Referenzen. Hat auch effektiv so den Spagat am Casting gemacht, um zu weisen, dass er etwas drauf hat an Verübungen. Ja. Und du konntest den Job. Also das war wirklich Zufall. Tisch, konnte einfach von Anfang an über sehen. Also hier noch so, wenn die Leute den 2. Juli gesehen Samstag zu Dittling. Hier ist ein cooler Typ, nicht wirklich Karma, wie ihr seht, eine gewisse Ausstrahlung. Hier ist ganz sympathisch, hier ist ein Komiker, hat vielen direkt wohl bei ihm. Also, das ist nicht so ein Schauspieler, wenn die Kamera läuft und dann sich schön weiß, wenn sie aussieht, dass er mir Grenze hat. Also hier ist wirklich ein cooler Typ. Und dafür sind wir ganz froh, dass wir hier können, da gesehen. Also bestört wird eine Freundin. So, ich hätte alles heute verrot. Ich meine, das froh, wir hier Samstag selber. Ja. Okay, also du für lange lohnt es schon, für ja, da genau. Zu gehen. Wir können ja mit Micky das da machen. Natürlich kannst du zusammen mit dem Sport machen. Ich meine, du weißt, was herrscht. Also Ben und Leute und sowas. Nicht so manches kannst du auch einfach nur gucken. Selbstverständlich. Also wir offerieren Samstag zwei Zorte Stage. Und weil der Micky ja wirklich auch ein Top-Sportler ist, machen wir eine echte Seance um 2 Uhr, die für Sportler gedurcht, das respektive für Leute, die Armarsio machen, wo dann aus einem Training verschiedene Elemente von Taekwondo, von Kickboxen, Fuß, was dran sind. Um 15:30 war es dann eine Seance für das Grand Public. Und das ist versprochen, das geht nicht so anstrengend, das geht nicht, wohin sich soll wehtun, auf keinen Fall. Und da ist auch ein bisschen, wo man so mit Micky werden, diskutieren, wohin ein bisschen singen, witzern möchte, ein bisschen über den, dann habe ich es gewohnt, gehen open, da habe ich also nicht, das können wir da vielleicht auch gewohnt. Also das ist eine Seance, wo wirklich schiedfrei gemacht werden. Und dann ist es so, um 7 Uhr, dann ist es für Not zu gucken, da haben wir eine ganze Reihe verschiedene Clip, die hier in Armarsial vorstellen und wo die Micky dann noch wird mitmachen, das dafür nutzen gucken, dafür zu genießen. Und das ganze Programm kann ich bestimmt durch und zu schnell lesen? Selbstverständlich auf www.mickyhart.lu. Da hast du den ganzen Detail vom Programm und wir offerieren noch da über das Hit verschiedene Packages, auch ein Meet and Greet für Micky hinter die Kulissen in den Nomaden zu verbringen, in Micky Hart Dinner für oben zum Spektakel mit ihm können jetzt zu gehen. Also es gibt eine ganze Menge verschiedene Formulen und das finde ich alles ums Hit dann noch. Muss ich mich auch anschreiben und so. Wir sind natürlich immer froh, wenn die Leute schon vier ummelden, noch für die Organisation und weil auch ein Teil limitiert ist, können natürlich auch Samstag da hinkommen und einfach dann sich ummelden, respektive dann sich anschreiben und du mitmachen. Also der Rendezvous für mitmachen ist von 2 Uhr an, das ist aber manchmal für die schon ein bisschen bewandert sind an dem Sport. Ja, um 2 Uhr, wie gesagt, die Seance, wo war den als normalen Training von Armasur kann verstehen, wo wirklich Schiedsverein, egal ob in Judo, Aikido, Taekwondo oder Kickboxen, Schiedsverein kann dort mitmachen. Und dann um 16:30 war die Seance für das Grand Public, wird dann echt da Fitness, Stretching, auch und allem mit Micky Hart zusammen da Übungen machen, für dort zu machen. Mhm. Auf von 7 Euro kann ich dann mal Popcorn auf der Tribüne essen. Um 7 Uhr, also immer wirklich ein ganz gutes Programm, das Karate dabei, das Krav Maga dabei, das Wing Chun, das Eskrima, das Grappling, Jiu-Jitsu, Mixed Martial Arts, ich meine, das geht
nach nie dat er präsentiert gouf natürlich noch Taekwondo was er war das ist eine ganz gut verschiedene Armmasialen die dann Armmasialen die du viel gestaltet so flott für das mal kennenzulernen ne? Weil das sie zum Beispiel jedenfalls zu stummer dann nicht so richtig auskennt für das mal ein bisschen auseinander zu halten ne? Das ist auch Ziel also wir wollen wirklich dem Grand Publikum weisen wie flott Armmasialen sind auf jeden Fall von den Klischee von Karate Kid oder von so ich meine für so Klapper festzukommen also sie wirklich Armmasialen mengen sie mittlerweile an unserer Gesellschaft da war viel mehr appreciiert wie vielleicht früher Jahre noch wäre an einmal probiert eine große Vielfalt von den Armmasialen zu weisen die nicht nur aus Asien oder Korea kommen mit wirklich verschiedenen Stile wie Krav Maga kennt das Israel zum Beispiel für das zu demonstrieren so so nur für von dem Klapper Image festzukommen ich meine das ist ja absolut nicht Asien wenn ihn so ein Kampfsport macht möchte aus seiner Freizeit am richtigen Leben wirklich mehr sein, weil ihn sich da ein bisschen kann austoben. Also ich meine, das beste Beispiel sind immer die Eltern. Also wenn die Eltern hier kann er auch zum Beispiel ein Taekwondo-Training schicken, meine ich die Eltern haben immer ganz gut gespielt dafür, was hier kann er gut geht. Aber wenn das ein rauen Training wird, geben die Eltern so Lust, fangen davon. Und ich meine, alle Club hier im Land, den er auch so proposiert, die gehen bald überlaufen von kann er respektive Eltern, die kann er dahin schicken, weil es wirklich ist, die Kinder können sich halt austoben, sie müssen immens diszipliniert aber sie, weil ob Kommando müssen sich schon verneigen, müssen das und das machen. Es lehrt den Respekt für ihren Partner, es lehrt den aber auch sich zu verteidigen. Also da muss so sie ganz vielseitig und ich menge einfach die allermeisten Leute, die haben ihr gut gefühlt dafür, was ihnen gut geht, am Mann gut geht, dann muss so ganz sicher was etwas Positives. Das ist an andere Werte, wenn du bei der Serge trainieren geht, die lehrt ihr Schluss auf den Boden. Ja, so kannst du das ganz lieber. Auf die Dose dabei. Sondern merci für die Informationen. Der Rendezvous ist notiert am 2. Juli am Centre Sportif René Hartmann zu Diddling für den Stage mit Micky Hart. Und weitere Informationen gehen auf www.mickyhart.de.